So, was ist jetzt mein Fazit zum Kinzittel, Hotplate, Mini Coffee Cooker, Power Supply, grüner Punkt, CE-Zeichen, das soll wohl heißen, spülmaschinentauglich, also, ja, also ich habe halt irgendwelche Symbole drauf gedruckt, irgendwas, einfach so. Aus Jux und Dollerei. Leute, wenn ihr euer Haus abbrennen wollt, ist das genau das richtige Gerät für euch. Wenn ihr aber irgendwas mit 500 Watt erhitzen wollt und es nicht euer Haus sein soll, dann würde ich es, glaube ich, lieber sein lassen. Hier ist wahrscheinlich der grüne Punkt drauf, damit man das. Das heißt, bitte gebt das Gerät direkt nach dem Kauf ins Recycling, weil sonst brennt dein Haus nieder. Nuclear Cable. Yeah! Aber es kommt mit Nuclear Cable. Was auch immer das heißt, ist das Kabel irgendwie, widersteht es einem Atomschlag oder wurde das mit Atomenergie hergestellt oder was auch immer heißt dieses Nuclear Cable hier, keine Ahnung. Ja, Leute, Finger weg, ganz ehrlich. Alle hier aufgedruckten Zeichen sind wahllos erfunden und gefälscht. Die Kabel von dem Ding sind viel zu dünn. Es stinkt übelst nach Chemie. Weil die halt irgendwelche komischen Gummischläuche da verwendet haben, um die Kabel zu isolieren, die dann natürlich schmoren. Ach so, ja, was ist, das ist einer der großen Features dieses Ofens. Muss ein bisschen vorsichtig sein, weil es noch warm. All diese Kabel hier werden sich auch mit erhitzen, weil zum Beispiel das PE, das grün-gelbe, das ist direkt hier drauf angeschlossen und das wird quasi ja auch schön heiß. Nicht so heiß wie die Herdplatte, aber auch schön. Schön heiß, wo man es nicht anfassen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im schlimmsten Fall schmilzt dann halt hier die Isolation und dann habt ihr halt Kurzschluss. Zieht der Kurzschluss mehr wie 2.000-3.000 Watt, fliegt eure Sicherung, kein Problem. Aber ist es nicht der Fall, schmort es vor sich hin und euer Haus brennt nieder. Also Leute, lasst es sein. Lasst es sein, diesen Schrott. Das ist übrigens kein, da kann man keine Stufen einstellen, da kann man nur ein- und ausschalten. Ja, also das Ding ist von vorn bis hinten Verarschung. Mit, ja, wenn ich sagen soll, dass sowas in der EU überhaupt verkauft werden darf, so gefakte Qualität, keine Ahnung warum. Ja, irgendein Idiot kauft's und zum Glück schraubt das auch direkt auf, weil es qualmt und sieht dann halt diverse Mängel und wird dem Hersteller jetzt leider kann er kein gutes Rating vergeben, ja. Schade. Ich hätte gern einen Wasserkocher gehabt, der nicht mehr wie 500 Watt zieht. Der zieht auch nur 450. Das ist alles im grünen Bereich. Der macht auch schön heiß. Aber wenn ich mir die Verkabelung da dran anschaue, dann denke ich mir, okay. Ja, nee. Also Brandgefahr. Ich habe schon Probleme genug. Da baue ich nicht nur so ein Made in China Brandgefahr. Muchas gracias.